Na komm her. Mir fehlt noch irgendwo der letzte kleine Weiße. Hat aber auch ziemlich angeschlagen, von daher hoffe ich, dass der wieder ist voll. Okay, warum nicht? So, mal sehen. Oh, warte, war das die Stelle, wo das Lucklord war? Könnte tatsächlich genau die Stelle sein. Uff. Nee, ist es nicht. Okay. Hier ist ein Teleporter. Großer Aufzug, okay. Hey du, hör mal. Ach, hier bei Mason, stimmt. Ich suche einen Kerl, der angeblich hier in der Gegend noch vor kurzem gesehen worden ist. Sein Name ist Ray, schmieriger Typ. Er trägt meistens Outlaw-Klamotten, genau wie ich. Kennst du ihn? Nein, aber ich suche ihn selbst. Ray? Nie gehört. Na gut. Dann schönen Tag noch. Hey, du hältst dir besser die Augen offen. Ein paar falsche Schritte und du bist Moos. Und damit wir uns verstehen, am Aufzug wird nicht herumhantiert. Ich allein bin mit der Wartung betraut. Wer hat den Aufzug errichtet? Das waren unsere Werker. Hat ein paar Wochen gedauert, das Ding funktionsfähig zu bekommen. Und was ist deine Aufgabe hier? Ich wurde angewiesen, das Ding zu bewachen und im Notfall kleinere Reparaturen vorzunehmen. Zurzeit ist er aber außer Betrieb. Und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Außer du verstehst etwas von komplexer Mechanik. Aber den Eindruck machst du nicht gerade. Nein. Nein. Macht nichts. Ins Tal verirrt sich eh niemand freiwillig, der noch bei Trost ist. Das ist für die Verräter und Versager bestimmt. Ich dachte, es ist deine Aufgabe, dass der Aufzug läuft. Ja, und? Eines der Zahnräder fehlt. Also gibt es auch nichts zum Reparieren. Ohne ein passendes Ersatzstück funktioniert hier gar nichts. Bist du selbst einmal im verbotenen Tal gewesen? Was soll ich denn da? Das ist doch nur für die Verurteilten bestimmt, die unser Gesetz missachtet haben. Und unsere Väter taten gut daran, es für das Pakt zu reservieren. Dort ist es alles andere als ungefährlich. Aber mich muss das ja nicht kümmern. Ich mache mir immer einen Spaß daraus und erleichtere mich über ihren Köpfen, wenn wieder einmal ein paar arme Würstchen versuchen, hier hochzukommen. Eia. Oder du trittst sie runter, wenn sie es geschafft haben. Ja, das wäre auch eine Maßnahme. Solltest du dich dort unten umsehen wollen, sei vorsichtig. Manche Biester sind leichte Beute, aber andere... Naja, du wirst es herausfinden. Da wäre noch etwas. So? Warum hast du noch kein Ersatzteil für den Aufzug besorgt? Hey, willst du mir unterstellen, ich mache meine Arbeit nicht? Beantworte einfach meine Frage. Na, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Muss doch die Gegend im Auge behalten. Kann ja nicht jeder so frei herumlaufen, wie du es tust. Wie lange fehlt das Zahnrad schon? Seit vorgestern Nacht. Aber was interessiert es dich? Das Ding ist weg, fertig. Es wurde also gestohlen. Genau. Ich habe genug gehört.
Hast du eine Idee, wo das Zahnrad zu finden ist? Nein, ich habe keinen Anhaltspunkt. Hier oben wirst du nichts finden. So viel ist mal sicher. Und wie sieht es unten aus? Sag mal. Ich treibe das Zahnrad wieder auf. Tu, was du nicht lassen kannst. Wie viele Verbannte leben im Tal? Früher waren es wenige. Seit Angrim aber vor ein paar Jahren zum Warlord des Eisenclans berufen wurde, ist ihre Zahl gewachsen. Trotzdem ist es unmöglich, eine genaue Aussage zu treffen. Niemand führt Buch über diejenigen, die dort während ihres Aufenthalts verstorben sind. Nur diejenigen, die es schaffen, ihre Strafe abzusitzen, sind von Interesse. Das Zahnrad können wir besorgen, aber das ist interessant, weil... Naja... Vor zwei Tagen... Wenn der Typ vor drei Tagen im... Lager war... Da ist sie. Wo ist das Zahnrad? Es ist quasi in der Nähe, wir versuchen es. Die mit einer scheiß Blutspuckerei. Ominöser Zettel schon wieder, ja? Lass mich raten, Fred war hier. Fred war hier. Hm, verstehe ich, aber ist schön hier. Mist, der Tod ist. Wow! Spann dich, du verdammter Hornwolf. Noch ein toter Berserker. Hier ist auf jeden Fall was nicht Schönes abgegangen. Aber hier können wir auf jeden Fall wieder hoch, wenn wir wollen. Oh nee, 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 nee. Ja, du musst doch mit R nachladen, wenn du... Wenn du den Pfeil verschießt und nicht direkt nachladen kannst. Es funktioniert ganz genau wie ein Gewehr. Irritiert mich schon ein bisschen sehr. Damit rechnet man natürlich eigentlich nicht. Felsasseln, ja. Hm.
Ochsenkretter, okay. Das ist okay. Nachricht eines Verbannten. Ihr verdammten Schweine, sollen die Kampfmaschinen der Alps dafür... Sollen die Kampfmaschinen der Alps dafür, dass ihr mich hier verbannt habt, doch eine verfluchte Stadt Goliath überrennen und euch alle zu Tode quälen? Und warum? Nur weil ich überleben will, wie jeder andere auch. Eure Magie zu erlernen dauerte mir einfach zu lange. Okay, ich habe eine Schusswaffe der alten Welt verwendet. Und das soll ein Verbrechen sein? Womit soll ich mich dann verteidigen? Mit einem eurer langen Käsemesser? Idioten, ihr haltet euch doch selbst nicht an eure Regeln. Euer lächerliches Berserkergesetz ist doch nur eine Fassade, hinter der ihr euch versteckt, bis die Zeit euch einholt. Hoffentlich bald. Verrotten sollt ihr alle. Boah, der hat gute Laune. Ein Drohbrief, okay. Arbeitsbericht. Ach, das ist der Fahrstuhl, okay. Plasmazellen, ne? Freude, ich hab den Aufstieg gleich, das wird toll. Das kleine Ding! Uff. Hey, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Das hätte doch schnitzen können. Das war interessant. Sollte reichen. Dachte ich. Also ausbruchssicher ist das Tal hier auf der Seite. Da kann ich draufstehen. Hoho! Juhu! Höhö! Ja! Rollchecks! Hast du recht! Roll einfach! Okay, wir sollten fast draußen sein. Ja. Okay.
komm her und nimm das verfluchte Zahnrad hier, komm. Wenn ich mir das Mana hier komme. Da wäre noch etwas. So? Hier ist das Zahnrad. Jetzt baue es wieder ein. Bist du sicher? Überleg mal. Wir müssen die Zugänge begrenzen. Wir machen uns angreifbar. Wer weiß, was passieren kann. Das war keine Bitte. Ist ja gut. Ich mache mich dann gleich ans Werk. Gib mir eine Minute. Danke. So, das war's. Jetzt sollte er wieder funktionieren. Aber wenn ich mitkriege, dass jemand Unbefugtes das Teil nutzt, bekommt er die volle Packung ab. Hui. Hier noch irgendwas Spannendes? Ich glaube nicht, oder? Ein bisschen Wiesenkraut. Mal Elex, okay. Besen und ein Krug, die wir noch verkaufen können. Ein Stück Brot, okay. Ein bisschen Alkoholvorräte aufstocken. Drüsensuppe. Okay. Dann zurück zur Hotelruine. Aber wir werden zweimal mit ihm sprechen. Einmal, nachdem ich das Ding aufgemacht habe, falls ich mich dann nicht friedlich mit ihm stellen kann, werde ich es nicht aufmachen, so rum. Wo zum Henker sind die... Ich habe Barins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint Barin zu gehören. Endlich. Her damit. In der Schatulle war dieser zerstörte Setzling. Verdammt! Ich hab dir doch gesagt, du sollst es nicht öffnen! Das ist der verschwundene Setzling aus der Mordnacht, oder? Egal. Und wenn schon. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Ab hier werde ich den Fall wieder übernehmen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha, und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Askor die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Askor, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder. Was? So ein Unsinn, dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Askor war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras.
Du hast Asko ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auch meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Okay, wir können uns friedlich stellen. Gar nichts. Deine Tat ist nachvollziehbar. Das ist doch besser für dich. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Der zerstörte Setzling ist deiner, oder? Und wenn schon? Ganz offenkundig war das Aufziehen und Pflegen eines Setzlings ein Teil eurer Prüfung. Du kannst nicht lesen, also hast du die Anweisungen der Schriften deiner Ausbilder auch nicht umsetzen können. Asko hat gesehen, wie du den Setzling bei der Prüfung zerstört hast und drohte dir, dich zu verpfeifen. Da hast du ihn direkt noch vor der Kriegerhütte niedergestreckt und seine Leiche in den Wald verschleppt. Den Setzling verstecktest du in deiner Truhe in Goliath. Was Barin dazu brachte, vor ein paar Tagen in deinen Sachen zu wühlen, wird sein Geheimnis bleiben. Jedenfalls fand er dort den zerstörten Setzling, erkannte die Sachlage und stahl das Ding. So war es doch, oder? Du siehst eine Menge, Abtrünniger. Barin hat dich noch nicht erpresst, aber vielleicht kommt das ja noch. Barin und ich sind jedenfalls die Einzigen, die dich überführen können. Das sind zwei zu viel. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was willst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal. Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Wir brauchen Duras dieses Mal. Wir wollen Berserker werden. Das heißt, wir können ihn nicht einfach so pfeifen. Wir wollen so sehr gut stimmen mit allen Berserkern. Uff.